wird so schlimm. Jetzt mal. Könnte ich bitte ein offizielles Statement von euch bekommen, was ihr euch dabei gedacht habt? Das könnt ihr nicht machen. Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen mit der Familie und willkommen zurück zu meinem Make-up-Aussortier-Video-Reihen-Dings. Ich verliere schon langsam den Verstand. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind wir schon bei Teil 4. Und wir haben jetzt schon die ganzen Base-Produkte, also Concealer, Foundation, Blush, alles mögliche. Augenbrauen, Eyeliner und so weiter. Und uns fehlen zwei, beziehungsweise eigentlich drei riesige Kategorien. Lippen, Eyeshadows und eigentlich auch noch Pinsel, falls ihr es sehen wollt. Also die Verlosungskiste ist komplett voll. Der Mülleimer füllt sich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, was ich heute machen soll. Sollen wir die Lippen versuchen? Ich habe hier nämlich ultra viele so Schubladen stehen. Es wäre ganz gut, glaube ich, wenn wir da mal durchgehen. Ich glaube, da muss ich sehr viel wegwerfen. Ich hänge echt krass an meinen Lippenstiften, weil ich zum Teil auch so richtig ganze Kollektionen und so habe. Aber das bringt ja alles nichts, wenn die 8 Jahre alt sind. Kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen, beziehungsweise eigentlich 2 Disclaimer. Erstens, ich habe so viel Make-up, weil ich diesen Job schon seit 10 plus Jahren mache und es sich sehr viel angesammelt hat. Ich habe sehr viel Make-up reviewed auch, um eben euch zu zeigen, was cool ist und was nicht. Ganz, ganz vieles davon behalte ich dann halt einfach in meiner Kollektion, weil man weiß ja nie, wann man es nochmal gebrauchen kann. Und zweiter Disclaimer, es läuft ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an Produkten, die ich aussortiert habe, die ich eben schon ein bisschen benutzt habe, aber jetzt nicht super in einem schlechten Zustand sind oder so, sondern die echt noch richtig gut sind, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Wie gesagt, wichtig ist, sind Sachen, die ich schon mal benutzt habe zum Teil. Also es sind auch einige neue Sachen drin. Das ist unsere Verlosungskiste übrigens. Der Großteil ist eben Zeug, was ich schon mal geswatcht habe, für ein Video ausprobiert habe und so weiter und so fort. Also das müsst ihr wissen. Ansonsten schaut bei Instagram vorbei. Ich mache da ab und zu mal Gewinnspiele, die eben neue Produkte sind, ganz normal. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr müsst mir auf jeden Fall euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben. Und wenn euch irgendein Account, der nicht meiner ist, so offiziell meiner, auf dem ich auch poste, kontaktiert, dann ist das fake. Ganz wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da gibt es ganz viele Scammer da draußen, die euch ein bisschen abziehen wollen. Ich würde euch nie nach Zahlungsdetails fragen, nach irgendwelchem Geld oder sonst irgendwas. Niemals. Ich frage euch nur nach eurem Namen und eurer Adresse zum Versand. Ich habe auch kein Telegram oder sowas. Da geht es ja auch ganz, ganz oft ab. Oder auch in den Kommentaren, dass irgendwelche neu erstellten Accounts dann antworten. Das bin nicht ich. Es muss der Account sein, bei dem ich auch wirklich aktiv poste. Schaut einfach, ob es mein offizieller YouTube-Account ist, mein offizieller Instagram-Account und so weiter und so fort. So viel dazu. Alle weiteren Infos fürs Gewinnspiel sind in der Infobox und ich würde sagen, wir legen los. Das ist einfach voll. Wie soll ich denn da Sachen wegschmeißen? Das ist voll jetzt. Mhm. Was hast du da alles reingeworfen? Nix was, der war so. Und ich würde sagen, wir legen los. Nix was, der war so. Okay, Leute, ich sitze hier wirklich umringt von Schubladen an Lippenstiften und ich weiß jetzt schon, dass ich ganz viel wegschmeißen muss. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich hänge da sehr an den Lippenstiftschubladen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich hänge da richtig krass dran. Was ich dazu sagen muss, alles was in die Verlosungskiste geht, wird neu sein. Alles was nicht neu ist, werde ich nur an Freunde und Bekannte und so weiter geben, denen das nichts ausmacht. Weil Lippenstift ist nochmal eine andere Hausnummer, finde ich, als jetzt eine Lidschattenpalette, eine Foundation oder so. Ich glaube, wir fangen einfach mal an bei den Liplinern. Das ist am übersichtlichsten. Da habe ich diese 4 Trays. Schauen wir mal, was wird? Was wird? Da habe ich jetzt hier erstmal ganz viele so Brauntöne. Ich nehme die mal raus. Bin jetzt schon überfordert, Freunde. Neu. Nicht neu. Neu. Ich sag's euch, Leute. Das meiste, was neu ist, außer jetzt eben bei bestimmten Lippenstift-Brands und so, werde ich wahrscheinlich direkt hier reinwerfen, weil anscheinend habe ich es ja nicht gebraucht, ne? Das ist cool. Ich mag diese doppelseitigen von NYX sehr gerne. Shape Loud. Finde ich gut. Das ist das eine große Manko an den Kylie Lip Linern. Die fallen immer auseinander. Oh, hier ist noch was Neues. Plumper Please Shaping Duo von Maybelline. Ist noch neu. Ich bleib meinem Wort treu erstmal. Okay, das ist jetzt die Ausbeute. Das ist viel weniger. Wenn das jetzt so weiterläuft, habe ich bald gar nichts mehr. Hier haben wir Pink und Lila und so Dunkelrottöne, also so was Bäriges, sage ich mal. Oh, MAC Heroin. Das ist einfach so eine geile Farbe. Die werde ich auf gar keinen Fall hergeben. Moment, ich muss mal kurz ausleeren, gell? Und ich habe hier noch einen von NYX, und zwar Purple Rain. Und der ist sehr ähnlich. Also falls ihr so eine Farbe sucht, also man sieht, die ist noch ein bisschen pinker. Ein bisschen rötlicher eben, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Also der Farbton ist sehr ähnlich. Das ist auf jeden Fall ein Dupe zu dem von MAC, würde ich sagen. Fast. Okay, das ist so ein richtig, richtig krasses Lila. Das werde ich behalten, obwohl es neu ist, weil sowas habe ich tatsächlich dann sonst nicht mehr. Der sah nicht mehr so gut aus. Ich liebe die Textur von den Kylie Lip Linern, aber ich schwöre euch, die brechen einfach durch nach einer Weile und dann kann man die fast nicht mehr benutzen, weil die halt die ganze Zeit rausfallen. Ultra nervig. Ich
habe einen schwarzen Lip Liner gefunden. Cool. Hier habe ich nochmal so ein Shape Duo. Behalte ich. Sieht nicht mehr gut aus. Das ist jetzt schon der dritte. Die Farbe ist aber so cool. Ich glaube, den behalte ich trotzdem, weil ich habe tatsächlich keine Farbe, die so ein richtiges braun-dunkelrot-burgundy-Wein ist. Ich würde sagen, es hat sich eigentlich auch schon halbiert, oder? Da war mehr drin auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Dann habe ich jetzt hier ganz viele Rottöne. Da habe ich offensichtlich um einiges mehr noch. Okay, hier ist ein ganz neuer. Aber den habe ich jetzt erst bekommen vor ganz kurzer Zeit, glaube ich. Ich lege den mir mal zur Seite und gucke mal, ob ich was Vergleichbares habe. Sonst behalte ich den. Die MAC Shape Duos behalte ich auf jeden Fall. Wir gehen da mal ein bisschen schneller durch, oder? Die von Huda Beauty sind tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also die kann ich empfehlen. Bisher hatte ich kein Problem damit, wie mit den Kylies. Aber von der Textur sind die ähnlich. Das heißt, das wäre jetzt so eine Alternative für mich, die vielleicht ein bisschen besser ist langfristig. Wie soll ich das jemals wieder von meiner Hand bekommen? Die Lip Liner hier mag ich auch ganz gerne. Das sind diese Essence Lip Liner zum Hochdrehen. Haben nämlich auch so eine ähnliche Textur wie die Kylies, brechen aber auch nicht die ganze Zeit ab. Tatsächlich glaube ich, dass ich den hier nicht brauchen werde, wenn ich mir jetzt so angucke, was ich habe. Deswegen kommt er auch da rein. Wenn ihr mich fragt, ist das halbiert, weil da war deutlich mehr drin. Kann man durchgehen lassen, oder? Und hier die Königskategorie. Schaut mal, wie viel da drin ist. Das sind einfach alles Nude Lip Liner in irgendwelchen Nude-Farben. Offensichtlich. Oh je. Also der eine hier, den ich geswatcht habe, der ist anscheinend sehr lang haltbar. Der ist einfach immer noch da. Da habe ich jetzt hier auch nochmal einen ganz neuen, den habe ich auch erst vor kurzem reinbekommen von Charlotte Tilbury. Der sieht eigentlich sehr, sehr nice aus. Ja, das ist eine wahnsinnig schöne Farbe. Okay, ich würde den mal ausgepackt hier reinpacken. Das hier hinten ist übrigens meine Freundesbox, falls ihr euch wundert, warum ich es darüber schmeiße und nicht hier. Die Lip Liner von Nabla mag ich übrigens auch sehr gern. Ich finde die richtig, richtig toll. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht nehme ich das von den Huda Beautys doch wieder zurück. Warum? Ich kann dir sagen, warum. Warum? Wenn die 10-mal auf den Boden fallen, dann geht die Mine halt kaputt. Ich bin so sauer auf dem Stiel. Theoretisch kann man die halt noch benutzen, aber übrigens, die Kylies sind wirklich sehr alt. Deswegen bin ich da sehr schmerzlos, was das betrifft, die wegzuschmeißen, weil es ist gut für sie. Der wackelt ein bisschen, aber der ist noch dran. Den nehmen wir. Okay, das hier ist jetzt das fertige Endergebnis. Das ist auf jeden Fall die Hälfte. Ich habe geschaut, dass ich auch noch viele so günstigere Optionen da drin habe, aber eben auch ein paar von meinen absoluten Lieblingen und verschiedene Texturen. Dann habe ich auf jeden Fall alles, was ich irgendwie brauchen könnte. Okay, damit sind die Lip Liner eingeloggt. Ich habe jetzt hier noch haufenweise, die sind eigentlich alle nach so Brands sortiert. Das ist jetzt eigentlich nur NYX Cosmetics. Das heißt, da gehen wir jetzt mal zusammen durch. Schauen mal, was wird. Erstmal habe ich hier von letztem Mal immer noch nicht ausgepackt die Super Clicky Lippenstifte und ich finde es eigentlich voll schade, weil die sind richtig, richtig nice. Die sind so ein bisschen stiftmäßig. Die sind eigentlich voll geil, aber ich benutze sie nicht. Das liegt an mir. Wisst ihr was? Ich habe die jetzt schon so lange und die sind noch original verpackt. Die kann man alle noch benutzen und die sind wirklich gut. Das heißt... Viel Spaß damit. Dann haben wir hier eine nächste Kategorie. Die ist eigentlich sehr, sehr geil. Das sind die Shine Loud. Die sind irgendwie so, dass man die sealen kann. Dann färben die nicht mehr ab. Und es ist aber ein Gloss. Die würde ich auf jeden Fall behalten. Ich vielleicht aber nicht alle. Hier ist noch bestimmt irgendwas zu. Das hier ist noch zu. Und das hier ist noch zu. Dann gebe ich die zwei hier auf jeden Fall mal da rein. Hier ist auch noch einer zu, aber das ist rot. Das würde mich sehr interessieren. Das heißt, ich behalte die drei hier. Na, ich packe die einfach direkt wieder da rein, wo sie herkommen.
Dann habe ich hier einen Haufen random Sachen von NYX. Das hier ist uralt. Das ist richtig gut, aber den gibt es schon ewig nicht mehr, soweit ich weiß. Dann habe ich hier Duochromatic Lipglosse, die ich nie ausgepackt habe. Lip Lingerie. Ist nicht so ganz mein Vibe. Die Farbe ist aber sehr, sehr schön. Aber der ist zu alt. Habe ich schon gesehen. Der ist so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen zersetzt. Ist nicht so geil. Das hier sieht voll cool aus. Vielleicht probiere ich das doch mal aus. Duochromatic, der sieht nämlich weiß aus. Das könnte vielleicht spannend sein für einen TikTok oder sowas. Das heißt, den behalte ich jetzt mal. Glow On Lip Gloss. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist das wirklich ein blauer Lipgloss? Wenn das wirklich ein blauer Lipgloss ist, dann behalte ich ihn wahrscheinlich, weil ihr braucht den wahrscheinlich sowieso nicht. Und dann habe ich hier nochmal so ein Duochrome. Bin mir nicht sicher, ob der neu ist oder nicht. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, den benutzt zu haben. Den habe ich nicht benutzt. Kommt also da rein. Wer den bekommt, nicht wundern. Ich habe da jetzt ein bisschen außenrum gemalt aus Versehen. Aber egal, wir kriegen das hin. Das heißt, aus der Kategorie bleiben die zwei hier bestehen. Wow! Dann habe ich hier noch einen NYX Lingerie und der ist auch ähnlich komisch, deswegen werde ich ihn jetzt nicht behalten. Als nächstes haben wir die NYX Cosmic Metals. Die sind eigentlich sehr geil, aber ich habe hier immer noch welche nicht ausgepackt. Zwei Stück. Das ist aber so ein Schwarz-Silber-Lipgloss. Ist eigentlich sehr geil. Ich kann mir vorstellen, dass ich es bereuen würde, den wegzuschmeißen. Das heißt, den behalte ich jetzt mal. Den hier, den packe ich mal da rein. Und beim Rest, boah, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich es brauchen werde, aber das sind halt so sehr spezielle Farben. Also grün, lila, blau. Das heißt, gerade so für Spooktober und Co. Für Spooktober und Co. würde ich die tatsächlich noch behalten. Dann habe ich hier einen einsamen kleinen von den Liquid Sway Metallics und ich benutze einfach kein Metallic Lipstick. Was habe ich mir dabei gedacht, den zu behalten? I don't know. Oh, ich habe noch einen. You're welcome. Dann habe ich die normalen Liquid Suede und ganz ehrlich, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von NYX Cosmetics, glaube ich. Ich liebe die Liquid Suede. Die trocknen nicht komplett durch, aber die sind super weich und soft und sehr pigmentiert. Ich liebe die. Ich werde auch ab und zu mal gefragt nach guten schwarzen Lippenstiften und da sage ich immer den hier. Das Einzige ist eben, dass sie nicht durchtrocknen. Das heißt, man muss halt aufpassen, dass sie nicht verwischen und ich weiß, dass viele sie nicht mögen. Ich persönlich mag sie sehr. Das Schöne ist, die gibt es noch, habe ich gerade nachgeschaut. Ich müsste die nämlich eigentlich dringend austauschen. Also die habe ich alle, glaube ich, noch von Face Awards Zeiten. Wann war das? 2016? 6 Jahre? Die wirken halt noch normal. Aber 6 Jahre ist schon sehr lang, ne? Das war mein erster, der heißt Stone Fox. Muss ich gar nicht drauf gucken. Ich habe halt das Gefühl, ich sollte die eigentlich austauschen, weil die so alt sind. Das Ding ist, diese Cosmic Metals sind auch von Face Awards Zeiten. Eigentlich ist meine gesamte NYX-Kollektion, glaube ich, von Face Awards Zeiten. Fast. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Soll ich sie austauschen? Laura, was sagst du da hinten? Du wirst sie behalten. Die sind 6 Jahre alt. Da sind welche noch verpackt, oder? Einer. Den würde ich auf jeden Fall behalten. Ah, zwei. Oh, oh, da steht Sale drauf. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. NYX, was habt ihr vor? Okay, auf der Website gibt es sie noch ganz normal. Fuck my life, die sind einfach im Sale. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Es gibt halt nicht mehr alle zu kaufen, so regulär. Es gibt noch bei Zalando und Look Fantastic. NYX, wieso? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das könnt ihr nicht machen. Könnte ich bitte ein offizielles Statement von euch bekommen, was ihr euch dabei gedacht habt? Ihr habt schon meine Lieblingsfoundation, mein Moisturizer, Tinted Moisturizer, was auch immer es ist, rausgenommen. Und jetzt wollt ihr die aus dem Sortiment nehmen? Lach nicht da hinten, so dreckig! Ich habe die aber so oft empfohlen, vielleicht nicht oft genug. Dann behalte ich sie jetzt und guck mal, welche ich noch bekommen kann. Und die tausche ich dann aus. Wie wär's denn damit? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Wieso passiert mir immer sowas? Meine allerliebsten Lieblingsprodukte sind immer die ersten, die irgendwie dann weg sind. Das finde ich nicht in Ordnung. Gehen wir mal weiter zu Produkten, die leider nicht aus dem Sortiment genommen werden stattdessen. Ich habe hier haufenweise von den Soft Matte Lip Creams. Ich glaube auch, dass die noch eine Weile im Sortiment bleiben werden. Die mag ich zum Beispiel viel, viel weniger als die Liquid Suede. Die finde ich mit Abstand am besten. Meine Stimmung hat gerade ein 180 gemacht. Ich bin richtig traurig. Das ist der einzige, den ich offen habe. Oh, der war nicht offen. Nein, der war nicht offen. Dann mache ich ihn jetzt wieder zu. Ich bin kein großer Fan von denen. Ich weiß, dass ganz viele die lieben. Ich persönlich. Die erinnern mich schon sehr stark an die von Rare Beauty, nur mag ich die von Rare Beauty mehr. Von der Textur her einfach. Und wie gesagt, bei NYX greife ich viel eher zu den Liquid Suede. Das heißt, die kommen für mich hier rein. Ich weiß, da freuen sich sehr viele Leute, weil die sind sehr beliebt. Obwohl die Liquid Suede beliebt sein müssten. Ich bin ein bisschen salty, merkt ihr es? Ich bin sauer auf NYX. Okay, dann habe ich hier was, was ich auch richtig geil finde. Und zwar die Butter Glosse von NYX. Die sind sehr, sehr krass pigmentiert.
Was? Magst du die nicht? Laura mag die nicht? Warum? Ich habe einen und die Farbe sieht so komisch aus. Ich habe dann nie wieder einen anderen Punkt. Ja, dann liegt es an der Farbe. Laura kriegt schon mal keine PR von nix. Also das Ding ist, die sind halt auch genauso alt, aber die habe ich relativ spät aufgemacht. Und die scheinen mir auch noch, also ich habe manche hier, die sind noch komplett zu und ich mag die wirklich sehr gerne. Gib mal einen zum Testen. Live-Test hinter der Kamera. Der ist tatsächlich viel schöner als das, was ich zu Hause habe. Willst du den mitnehmen? Ja, danke. Die noch zu sind, vielleicht sortiere ich die noch ein bisschen aus. Ich brauche vielleicht nicht alle davon, aber ich mag die wirklich sehr gerne. Es gibt auch die normalen Buttergloss und dann die Intense Buttergloss. Ich glaube, dass die einfach noch mal krasser pigmentiert sind. Okay, die hier sind sehr, sehr ähnlich. Das eine ist ein bisschen rosa, das andere ist ein bisschen weniger rosa. Ich bin eher so Team bisschen mehr rosa. Das heißt, den hier packe ich euch da rein. Dann habe ich aber hier einen, der so richtig so ein beige Nude ist. Den behalte ich auf jeden Fall. Die Farbe werde ich wahrscheinlich eher nicht benutzen. Den lilanen behalte ich. Das ist, glaube ich, die Farbe, die ich ganz gerne benutzt habe. Das ist Apple Dumpling. Den hier brauche ich nicht unbedingt, aber der ist offen. Und dann habe ich hier noch so einen dunklen. Den die hier behalte ich. Ah, nee, die meinte ich. Die finde ich toll. Die Lingeries. Die normalen Lip Lingeries mag ich gar nicht. Gar nicht. Aber die hier finde ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob du so einen von denen hast. Ich glaube, du hast mir mal so einen gegeben. Einen habe ich zu Hause. Den habe ich jetzt nach langer Zeit mal probiert. Es kann sein, dass es steht da XXL mit drauf. Ich glaube, da steht XXL. Weil die sind gut. Die anderen mag ich nicht so gerne. Die erinnern mich eher an die Liquid Suede. Vom Feeling her. Nur halt, dass die hier viel geilere Farben haben. Was ich hier noch habe, sind die Powder Puff Lippies. Ich mag die sehr, gerade für den Alltag. Die haben eine ganz spannende Textur. Ich mag den Applikator nicht super gerne. Ich finde es einfach nervig. Aber so für unterwegs ist es eigentlich ganz praktisch. Ich würde es jetzt mal so machen, dass ich die, die schon offen sind, die behalte ich. Und die anderen zwei, die gebe ich euch. Wie wär's? Let's go. Dann habe ich hier nochmal einen Lip Lingerie, aber der ist komplett zu. Der ist auch neuer. Das ist ein bisschen, der ist auf jeden Fall ein bisschen neuer gewesen als der andere. Den mache ich da rein. Und jetzt habe ich hier die Lingerie XXL. Lippenstifte. Die sind anders als die normalen Lip Lingeries, weil die mag ich nicht ganz so sehr. Die hier mag ich sehr gerne. Die erinnern mich stärker an die Liquid Suede. Sind nur flüssiger, aber haben eine sehr weiche Textur. Also ich mag die extrem gerne. Die sind auch noch nicht so alt. Das heißt, die, boah, ich weiß gar nicht, wonach die riechen, aber irgendwie finde ich es voll satisfying. Kannst du nicht beschreiben. Find's cool. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind die Butter Lipsticks. Die sind auch super krass pigmentiert. Sehr, sehr schöne Textur und alles drumherum. Ich mag die sehr. Einen habe ich hier noch, der noch neu ist. Das heißt, den packe ich euch rein. Aber die anderen werde ich behalten. Ich mag die wirklich sehr gerne. Ich benutze die auch echt öfter mal für Sachen, wo ich eben weiß, okay, ich brauche jetzt unbedingt die Farbe. Die muss auch wirklich rauskommen. Dann greife ich ganz gern zu denen. Ich habe hier noch so ein Bear With Me Lip Oil. Ich glaube, das habe ich schon sehr lang. Es riecht noch gut, aber das ist halt so Lippenöl. Ich glaube, das sollte ich mal wegschmeißen. Wo ist sie? Dann habe ich... Was ist denn das hier alles? NYX Shout Loud Satin Lipstick. Da habe ich, glaube ich, irgendwas mal drüber gemalt. Das ist Foundation. Nope. Mm-mm. Schwitzt er schon? Nicht nur das. Schimmelt? Nee, aber es sieht schon ein bisschen concerning aus. Traurig. Der sieht noch gut aus. Wobei... Gut, das war's dann wohl. Der hier sieht so satisfying aus. Wow. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, aber das hat so ein... Oh, hallo, Entschuldigung. Das hat so ein ganz soft matt Finish. Ich habe den noch nicht benutzt offensichtlich, aber ich finde, der sieht ultra satisfying aus. Das heißt, den behalte ich auf jeden Fall. Und dann... Das bringt gar nichts. Und dann kommen wir zu einer Kategorie, wo es mir jetzt schwerfallen wird. Die habe ich gerade erst benutzt in einem Video sogar. Ich glaube, dass der weiße tatsächlich neuer ist. Ich habe den mal nachgekauft. Aber die anderen... Nicht mehr so gut aus. Der hat jetzt einen Farbverlauf. Der ist oben orangener als unten. Die habe ich zu Face Awards Zeiten gekauft sogar, weil ich die damals unbedingt haben wollte für die Face Awards. Der blaue ist auch relativ neu, glaube ich. Ich glaube, den habe ich auch nachgekauft. Das heißt, ich werde, das sind die Macaron-Lippenstifte übrigens, ich werde weiß und blau behalten. Ich schätze mal, ich muss da mal einen kleinen Einkauf bei NYX starten. Gerade mit den Liquid Suede, das macht mich gerade echt ein bisschen fertig, muss ich sagen. Das könnt ihr eigentlich echt nicht machen, aber... Das ist das Endergebnis von meiner ersten Schublade. Ich finde, das ist deutlich leerer. Da ist viel passiert. Außer bei den Liquid Suede habe ich eigentlich überall ordentlich was rausgeballert. Hätte ich jetzt gesehen, dass es die Liquid Suede alle noch ganz regulär gibt, hätte ich die wahrscheinlich tatsächlich einfach direkt ausgetauscht. Aber so nicht, meine Freunde. Okay, Schublade 1. Abgehakt. Wo mache ich weiter? Ich glaube, ich mache mit der hinter mir weiter. Da sind wir nämlich immer noch im Drogeriebereich. Das passt dann ganz gut zusammen, finde ich. Oh!
Okay, wo fangen wir an? Einfach mal bei der ersten, beim ersten Bereich. Was haben wir denn hier alles? Maybelline Lip Plumper. Brauche ich nicht. Was ist das denn? Wo habe ich das denn her? Das habe ich auch noch nie benutzt und noch nie gesehen. Sagt mir nichts. Ist noch neu, gebe ich euch. Piu! Dann habe ich die Miss Klaus Liquid Lipstick von BH. Der ist sehr, sehr schön. Den werde ich behalten. Und dann habe ich noch einen von The Body Shop und einen von Sephora noch komplett eingepackt. Weg damit. 4 von den Longlasting Lipsticks von Essence habe ich. Wenn die noch gut sind, würde ich die behalten. Sieht nicht verdächtig aus. Riecht auch noch gut. Irgendwie riecht er so ein bisschen nach MAC. Wisst ihr was? Die, die zu sind, gebe ich weg und die, die offen sind, behalte ich. Wie wäre es damit? Der hier ist sogar älter. Ich glaube, den habe ich mal gekauft für so ein Cheryl Blossom Tutorial, weil der sehr ähnlich war zu ihrem Lippenstift. Ich habe noch von den Semi Shine von Essence 4 Stück. Die sind noch zu. Ich glaube, die sind auch noch nicht so alt. Ich glaube, ich behalte da einfach mal random einen davon, um sie auszuprobieren. Und den Rest gebe ich hier rein. Müsste reichen. Dann habe ich hier noch einen geschlossenen von Boutique. Gibt es die noch? Weiß ich nicht. Probiert's aus, wenn da noch gut ist. Er ist noch zu, also keine Ahnung. Dann habe ich hier einiges an Catrice. Die sind sehr alt. Der ist mal klein. Also die schwarzen Lipsticks sind auf jeden Fall sehr alt. Das riecht eigentlich noch normal, aber irgendwie traue ich der Nummer nicht. Das heißt, ich würde die tatsächlich wegwerfen. Und dann habe ich jetzt hier noch 2 andere. Das ist ja wild. Das ist aber so ein Schimmer. Das werde ich im Leben nicht benutzen. Und dann noch so einen richtig schönen Nude, das ist von Essence. Den packe ich zu meinen Essence-Lippenstiften, der gefällt mir gut. Gibt es noch P2? Gibt es nicht jetzt irgendwie bei Lidl oder so? Aldi? Bei Aldi gibt es P2. Da gibt es diesen 010er, Spread Knowledge heißt der. Und das ist einfach ein perfekter Dupe zu dem Lippenstift, den Cheryl Blossom trägt. Also in Riverdale. Ein 1:1 Dupe. Habe ich damals gekauft dafür. Ist auch schon eine Weile her. Aber sieht noch gut aus genug für mich. Behalten wir. Und ich habe hier noch eine Farbe. Die ist auch ganz hübsch, aber brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Jeder meine Friends. Dann habe ich 2 von diesen komischen Lippenstiften mit einer Blume drin. Die sind eigentlich durchsichtig und sind so pH-Lippenstifte halt, ne? Finde ich ganz süß. Oh, da ist eine gelbe Blume drin. Das gefällt mir gut. Brauche ich beide? Nein. Weil die machen fast die identische Farbe, wenn nicht sogar die ganz identische. Und dann habe ich noch von Buxom, ich glaube, das ist nicht Drogerie. So ein ganz dunkel-lila. Das habe ich tatsächlich noch nicht besonders lang. Boah, sieht das geil aus. Guckt euch das mal an. Richtig nice. Ich glaube, das gibt es bei Douglas, wenn ich mich richtig erinnere. Das packe ich mir auch hier rein, weil das gefällt mir ganz gut. Wobei ich das eigentlich woanders reinmachen müsste, weil das, glaube ich, keine Drogerie ist. Aber egal, passt schon. Dann habe ich hier so ein Liquid Lipstick von Banana Beauty. Ganz ehrlich, sehr alt. Und noch so diese Pure Mattes von Zoeva. Finde die Farben eigentlich ganz geil. Die sind halt so sehr, ja, so ein bisschen edgy. Sehr. Macht man so, oder? Was mich ein bisschen abschreckt, sind, dass es halt so matte Liquid Lipsticks sind und ich das eigentlich gar nicht mehr benutze. Das heißt, ich glaube, den, der so ein bisschen natürlicher ist, den gebe ich weg. Und die 3, die meine Freunde ganz bestimmt nicht benutzen wollen, die behalte ich jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Make-up Mecca. Was ist denn bei dem passiert? Was ist das? Warum ist da so viel Grün drauf? Aber das sieht nicht aus wie Schimmel. Aber der ist auch nicht benutzt. Das macht ja gar keinen Sinn, dass da was Grünes drauf ist. Das sieht aus wie so grüne Fussel. Willst du mal gucken, Laura? Ja. Das sieht aber nicht so richtig schimmelig aus. Weißt du, was ich meine? Das sieht aus, als hätte deine Katze reingekratzt. Ja. Doch, der ist auch so nass an den Seiten. Ja, das passiert meistens wegen Temperatur. Es sieht aus, als wäre er offen runtergefallen. So, weißt du. Aber ist er nicht. Also das kann eigentlich passieren mit Temperaturschwankungen. Das ist eigentlich kein Drama. Aber das sieht wirklich sehr suspicious aus. Mach mal lieber mal weg. Dann habe ich jetzt hier noch 2 Doja Cat Lipglosse von BH. Ich habe ein Doja Cat T-Shirt an. Mir gefällt die Verpackung nicht. Der ist neu. Der ist nicht neu. Okay. Dann habe ich hier so einen Lipbalm von Douglas. Ich habe den sehr gerne benutzt, aber der ist wirklich schon ein bisschen alt für so einen Lipbalm. Einen schwarzen Lippenstift von Sephora. Der sieht noch normal aus. Den behalten wir mal. Das ist ein Lipbalm und der sieht nicht mehr gut aus. Tschüss. Was ist das? Ah, Douglas. Sieht noch nice aus. Oh, die Farbe ist sehr, sehr schön. Okay, den behalte ich auf jeden Fall auch. Dann habe ich hier 3 von Beauty Bay, die ich, glaube ich, noch nicht benutzt habe. Boah, die sind eigentlich voll schön. Mhm. Aber Beauty Bay kann man halt auch nicht mehr so easy jetzt nach Deutschland holen. Also klar, es geht, aber wegen Brexit ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Der hier sieht nicht mehr gut aus. Oh, der hat so ganz viele Bläschen überall, aber so komische. Also es gibt immer einen Unterschied zwischen, das ist ein bisschen wegen der Feuchtigkeit oder wegen eben Temperatur oder so. Oder dass es echt ein bisschen weird ist. Der ist ein bisschen weird.
Die anderen sehen aber spotless aus. Die sind auch noch nicht alt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Das heißt, ich werde die weggeben, weil ich die leider einfach... Ich greife da nicht dazu und in Videos macht es eh keinen Sinn, weil ihr es nicht so einfach bekommen könnt. Deswegen weg damit. Okay, ich habe hier ein Liquid Lipstick von Got2Be. Brauche ich nicht. Das müsste langsam mal weg. Das ist ein Lip Paint von L'Oreal. Ist eigentlich ganz nice, aber boah, der ist schon wirklich sehr alt. Also ich weiß gar nicht, wie alt. Der kann weg. Und von Lipstick Queen habe ich diesen Lipgloss, der so seine Farbe verändert. Ist der noch in Ordnung? Boah, der stinkt richtig ranzig. Ich glaube, der ist nicht mehr in Ordnung. Oha, ich habe einfach eine gesamte Reihe, die jetzt leer ist. Was ich auch direkt mal wegschmeißen werde, sind diese Crayola Beauty Lip Dinger. Die sehen auch schon so ein bisschen bumpy aus und die waren auch nicht besonders geil. Weg damit. Dann habe ich einen schwarzen Lippenstift von Revolution. Der sieht eigentlich auch noch gut aus. Ich packe den mal zu dem Sephora Lippenstift darunter. Dann habe ich Make-Up Factory. Der ist sehr alt. Boah, das ist jetzt schon brutal, ey. Oh, das ist süß. Das ist von... Moment. Weiß ich nicht von wem. Mit so einem Herzchen drin. Ich brauche ihn nicht, weil ich weiß nicht mal, welche Brand das ist. Und ich muss immer euch sagen können, was ich benutze. Deswegen kommt er da rein. Ich habe hier zwei Juicy Bombs von Essence. Die behalte ich. Dann habe ich so einen ganz ranzig aussehenden Shine, Shine, Shine von Essence. Weg damit. Was haben wir denn hier alles noch? Stay 8 Hours Matte. Habe ich nicht mehr benutzen können. Der sieht richtig ranzig aus. Uff. Ich glaube, dass der eigentlich noch gut ist, aber das ist ein Lipgloss, ein durchsichtiger. Und der sieht halt alles andere als durchsichtig aus mittlerweile. Ich glaube, das ist besser, wenn der weg ist. Und dann habe ich hier noch ein Plumping Lip Filler Lipgloss von Essence. Und dann habe ich hier noch zwei von der Beauty Bands Essence Kollektion. Die sind beide Plumping, oder? Ja, das sind Plumping Lipglosse. Der hier ist noch komplett neu. Ich glaube, den gebe ich dann einfach mal rein. Ich glaube, da freut sich irgendjemand auf jeden Fall drüber. Und den hier werde ich behalten. Den habe ich benutzt. Den finde ich auch richtig süß. Und mir gefällt es auch voll, dass dieser Farbverlauf da so drin ist. Irgendwie finde ich das voll cool. Und der letzte Lipgloss in der Runde ist Lifter Gloss von Maybelline. Der gefällt mir von der Verpackung her einfach extrem gut. Habe ich auch noch nicht so lang. Aber ich greife dazu öfter mal, weil irgendwie ist es so eine sehr satisfying Verpackung. Ich weiß auch nicht warum. So funktioniere ich. Dann habe ich hier haufenweise Lippenstift von The Body Shop und einen von Essence noch. Oh, ein Color Changing Glimmer Glow Lipstick. Das sagt mir nicht mal irgendwas. Den habe ich wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo in einem Paket gehabt wahrscheinlich oder mitgenommen, dachte ich, teste es mal und habe es vergessen. Den packe ich mal zu meinen Essence Lippenstiften. Warum nicht? Die The Body Shop Lippenstifte sind auch relativ alt. Nee, warte mal. Nicht alle davon. Jetzt muss ich kurz mal gucken, welche die älteren sind. Aber... Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil die sehen alle noch komplett fresh aus. Das sieht jetzt gar nicht irgendwie verdächtig aus. Vielleicht habe ich die, die schon so alt waren, tatsächlich auch weggeworfen. Das kann gut möglich sein. Die sehen nämlich alle noch top aus. Ich greife leider nicht wirklich zu denen, was sehr schade ist, weil die sehen eigentlich ganz geil aus. Deswegen packe ich die jetzt in meine Verlosungskiste. Beziehungsweise in die Freundeskiste. Also nur mal als Referenz, so sieht die Schublade jetzt mittlerweile aus. Und die Reihe habe ich noch nicht gemacht. Also da gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe hier nämlich ganz viele sehr, sehr alte Lippenstifte von Miss Lynn. Die sind wirklich, wirklich alt. Ich glaube, es war Zeit jetzt hier, die rauszuwerfen. Ich weiß nicht, ob die hier auch so alt sind wie die anderen. Die sehen eigentlich okay aus. Nee, der hier auch nicht so ganz. Dann würde ich es tatsächlich nicht riskieren, auch nicht bei meinen Freunden, sondern würde sagen, die kommen einfach wirklich ab in den Müll. Ich habe hier noch mehr von Essence. Die sind auch noch nicht ganz so alt, glaube ich. Aber das sind noch so viele zu. Oh, hier ist ein schwarzer. Noch einer. Okay, Moment, Moment. Erstmal habe ich noch drei von denen hier. Das sind diese Long-Lasting Lipsticks. Sieht noch gut aus, benutze ich aber irgendwie nie. Ich habe da ja schon diesen anderen schwarzen Lippenstift drin gehabt. Ich glaube, dass ich die abgeben werde. Dann habe ich jetzt noch vier. Da steht auch Long Lasting drauf, nur die Verpackung ist anders. Die sind, glaube ich, neuer und die sind alle noch zu. Wisst ihr was? Ist okay für mich. Und jetzt habe ich hier noch so ein Metallic. Das brauche ich auch nicht. Ich habe bisher alles einfach weggegeben aus dieser Reihe. Dann habe ich hier so einen ganz alten von Love Cosmetics. Uff, der sieht nicht mehr so gut aus. Dieser rote hier, kriege ich das auf? Ugh. Dieser rote hier von Kiss ist auch sehr geil, aber der sieht auch nicht mehr gut aus. Also gar nicht. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, der ist auch schon sehr alt. Das heißt, der muss auch weg. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Der sieht noch gut aus, aber ich benutze ihn nicht. Ich sag's euch, die Kiss-Lippenstifte, irgendwas an der Verpackung stört mich, glaube ich, einfach. Dass ich die einfach wirklich nicht, ich greife nicht dazu.
Das heißt, weg mit denen. Ja, bei meiner Drogerie-gemixten Lippenstiftschublade war ich, glaube ich, sehr, sehr extrem. Jetzt ist die so leer. Was mache ich denn da jetzt? Das ist ja viel zu leer jetzt. Die hat deshalb halt auch wirklich nur noch die richtig coolen Sachen drin. Nicht viel. Bin halt bei Drogerie, bin ich halt voll bei NYX hängen geblieben. Ich habe eine gesamte Schublade nur für NYX Lippenprodukte. Das sagt alles. Wobei ich die von Essence auch gerne mag. Ich habe da einige behalten, halt verschiedene Farben. Ja, jetzt habe ich wieder Platz für komplette Drogerie-Kollektionen, würde ich sagen. Okay, dann lege ich das mal zur Seite. Welche machen wir zuerst? Die da rechts. Die hier? Ja. Ich kann das nicht, Laura. Doch, doch. Ich kann das nicht. Das Schlimmste zuerst, let's go. Das wird so schlimm. Jetzt mal. Okay. Das ist meine allerliebste Lieblingsschublade aus gutem Grund. Die ist so satisfying, die sieht so geil aus. Aber das ist so alt. Das ist so alt. Ganz vieles davon ist so alt. Schauen wir mal, was wird. Ich fange jetzt hier auf der linken Seite an. Da habe ich von Anastasia so eine Palette, so eine Lippenstiftpalette. Ich habe die auch öfter mal benutzt. Also die sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Aber... Mein Bein. Danke, ich möchte das nicht. Guck mal, ich habe was Neues. Das ist ein Lipgloss und ein Lip Liner. Und ich glaube, der ist ein bisschen ausgelaufen hier. Also da das ausgelaufen ist ein bisschen, würde ich es mal nicht in die Verlosungsbox geben. Laura, hättest du Bock darauf? Claro. Das ist ein super schöner Lipgloss. Ich mag den sehr gerne. Ja, wir lieben Free ja. Lipgloss. Viel Spaß. Die Vögel sind auch angry da draußen. Angry Birds. Ich habe... sehr viele von diesen Lippenstiften. Und die sind, nicht alle, aber fast alle sehr alt. So, dass ich schon fast denke, dass ich sie wegschmeißen muss. Alle. Riechen, riechen. Nee, das sah schon nicht gut aus, aber wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Aber ich habe meinen auch gerade erst weggeschmissen. Ich hatte auch noch so einen ganz alten. Und der hatte richtig eklig gerochen. Der war noch nie offen, das merkt man. Ich werde die auf gar keinen Fall in die Verlosungsbox geben, weil ich kann es nicht einschätzen. Also wenn die noch gut aussehen jetzt, deswegen mache ich die jetzt auch alle auf, dann gebe ich die hier rein. Der Grund, warum die Schublade so toll ist, ist einfach, dass es so geil aussieht, weil ich so volle Kollektionen da drin habe. Aber wenn ich jetzt ein paar halt noch behalten würde, ich benutze Liquid Lipstick eigentlich voll selten, dann lohnt sich das schon wieder nicht. Deswegen... sortieren wir jetzt aus. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß, woran ich es erkennen kann, welche alt sind. Die haben andere Applikatoren. Jetzt muss ich kurz nachgucken, welche von denen die neuen sind. Okay. Die flachen Applikatoren sind die neuen. Die hier. Das heißt, der ist wirklich noch in Ordnung. Ich bin jetzt wirklich knallhart und sage, ich schmeiß die mit den schrägen Applikatoren wirklich weg, weil die sind sehr alt. Außer die sind gar nicht aufgemacht. Dann packe ich sie in meine Freundeskiste. Aber ansonsten... boah, das ist so brutal, ich schwöre, ich kann gerade nicht mehr. Der ist noch neu. Man sieht es auch sofort, das ist ein Riesenunterschied zwischen den Texturen hier. Der muss weg. Fuck. Bin mir nicht ganz sicher, gucke ich mir gleich nochmal an. Der schwarze muss auch definitiv weg, ist auch einer von den alten. Oh nein. Okay aus. Nicht okay. Bei dem hatte ich jetzt irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Oh, vor allem die Nude-Farben hier. Okay, der rote ist glaube ich nicht so. Ja, der ist okay. Den hatte ich auch erst vor kurzem benutzt. Scheint noch in Ordnung zu sein. Man sieht auch einfach von der Textur wirklich einen großen Unterschied. Der sieht noch gut aus. Warum ist das pink? Einfach sogar das hier innen drin. Ist einfach knallpink. Das ist der einzige von denen, bei dem das so ist. Ich glaube... fuck my life. Och Leute, warum? Oh, der ist komplett neu. Der ist auch neu. Okay, ich habe hier ein paar, bei denen ich weiß, dass die relativ neu sind, weil ich ein paar einzelne später bekommen habe. Das sind auf jeden Fall die beiden hier. Das heißt, die beiden, das sind jetzt die einzigen, die ich hier reinpacke. Und dann würde mir halt literally einfach nur noch das hier übrig bleiben. Ich weiß nicht, ob es lohnt, es zu behalten. Komm. Hier noch drei Lipglosse, die sind neu von Anastasia Beverly Hills. Die werde ich jetzt mal behalten vielleicht. Ich glaube, der hier ist nicht ganz mein Vibe. Das ist die Farbe Pink Ginger. Das ist eigentlich, also die sind sehr, sehr schön, aber ich würde viel eher zu denen greifen. Das heißt, den gebe ich mal an Freunde und die zwei behalten wir. Das Schlimme ist, ich habe jetzt nochmal Anastasia Lipglosse. Und da ist es genau das gleiche Prinzip wie bei dem anderen. Das andere waren Liquid Lipsticks. Ich muss jetzt erstmal kurz... wo kommt denn das Schwarz her? Okay, die hier sind jetzt komplett nicht benutzt.
scheint es eigentlich normal zu sein. Also gut, ich habe jetzt mal hier drei rausgekramt, bei denen ich weiß, dass ich die irgendwann nachgekauft habe. Die hier sind nicht so alt wie die anderen. Die waren auch noch komplett neu. Da ist es ein kleines bisschen Lipgloss auf der Seite drauf, weil ich aufgemacht habe, um zu gucken, ob sie wirklich neu sind. Das heißt, die hier kommen da rein. Und dann habe ich jetzt die hier. Ich würde den roten behalten. Ich würde den hier behalten. Der ist auch relativ neu noch. Der ist auch voll schön. Das ist die Farbe Melon. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Könnte ich vielleicht... Brauche ich nicht. Okay, die vier hier, die behalte ich und die hier gebe ich an Freunde. Viel Spaß damit. Ich habe noch mehr Anastasia, aber ich brauche mal kurz eine Pause. Deswegen gucke ich mir mal die Huda Beauties an. Die sind auch schon relativ alt, außer wenn sie neu sind. Wenn sie neu sind, gebe ich sie, glaube ich, an Freunde und die anderen gebe ich weg. Also schmeiße ich weg. Da hänge ich irgendwie nicht so ganz krass dran, als an den anderen. Ganz ehrlich, das ist eine Farbe, da kann ich mir vorstellen, dass Laura die gefallen würde. Nee. Habe ich recht? Nee. Riech mal, der riecht wie Alkohol. Oder? Also ganz komischen Nachgeruch. Der hier ist aber dann der okay. Riecht süßlich. Ja, dann schmeiß ich den weg. Den kannst du behalten. Viel Spaß. Danke. Ich habe jetzt hier noch vier Lipglosser, auch von Huda Beauty. Die sind noch nicht so alt. Also sind auch alt. Aber so alt im Sinne von 5 plus Jahre. Die sind in Ordnung. Zumindest der erste ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, ich gebe den hier weg. Weil das einfach nicht so eine Farbe ist, die ich oft benutze. Aber... Die anderen drei würde ich jetzt erstmal behalten. Die Schublade ist so hässlich jetzt. Ach Mann. Das ist schon traurig. Von Huda habe ich jetzt hier auch noch die Demi Mattes. Die mag ich mehr als die ganz matten. Wie ihr vielleicht merkt, bin ich jetzt nicht der größte Fan von so matten Liquid Lipsticks momentan. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt die sind, muss ich ehrlich gestehen. Die kamen erst später rein, das weiß ich noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch voll in Ordnung sind. Vielleicht sortiere ich ein paar aus. Jetzt muss ich mir mal kurz die Farben angucken. Den brauche ich nicht unbedingt. Den habe ich nicht so getraut gerade. Das sah sehr ranzig aus. Ganz ehrlich, die sehen sich so ähnlich. Ich brauche die nicht alle. Auf gar keinen Fall. Stinken? Ja, ich habe aber auch schon gemerkt beim Swatchen, dass der eine ganz andere Textur hat. Deswegen mache ich die alle einzeln auf, damit ich halt wirklich sehen kann. Weil manchmal kippt irgendein einzelnes und die anderen sind alle in Ordnung. Der hier könnte dir, glaube ich, gefallen. Laura plötzlich so ganz ruhig und aufmerksam. Dann behalte ich die 5 hier. Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Wow, es ist so traurig. Ein so trauriger Anblick. Okay, ich mache mal die eine Seite fertig. Die ist nämlich sehr einfach. Da werde ich fast alles behalten. Ich habe hier von About Face 3 von diesen Paint Liquid Lipsticks. Ich brauche die nicht. Ich benutze sie nicht. Die sind aber nicht neu, sonst würde ich sie euch geben. Dann habe ich hier von Florasis diesen ultra krassen. Ich kriege ihn gerade nicht mehr raus. Wie geht denn das? Ich habe es vergessen. Ah, da oben drückt man. Das ist einfach so geil. Den werde ich auf gar keinen Fall wegschmeißen und auch auf gar keinen Fall benutzen. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da ist einfach so ganz, ganz krass so Kunst drauf gefühlt. Das heißt, der bleibt auf jeden Fall bei mir. Und von denen habe ich auch noch zwei andere. Allein die Verpackung. Also, sieht dann noch super aus. Den kann man sogar benutzen. Da ist nämlich nichts so eingestanzt, aber die Verpackung ist einfach wahnsinnig geil. Also, ich finde es mega. Bei dem habe ich mir noch nicht getraut, ihn zu benutzen offensichtlich. Also, einfach nur so aus Prinzip werde ich die behalten. Und dann habe ich noch den mit dem Drachen oben drauf, was auch ultra geil ist. Und der hat nämlich auch... Boah, das sieht so cool aus. Ich habe mich noch nicht mal getraut, den zu benutzen bisher. Kein einziges Mal. Nicht mal so zum Swatchen. Schaut euch das mal an. Das sieht so krass aus. Und die Verpackung ist einfach ein Drache. Also die vier gebe ich auf gar keinen Fall ab. Die finde ich mega geil. Was ich auch ganz toll finde, sind meine Rare Beauty Tinted Lip Balms. Und auch nicht tinted. Die sehen ein bisschen mitgenommen aus mittlerweile, weil ich die immer über so Lippenstift und so auch mache. Aber die werde ich auf jeden Fall behalten. Und auch meine Soft Matte, wie heißen die denn? Matte Lip Cream. Nicht Soft Matte, sondern nur Matte. Matte Lip Creams, ich liebe die Textur von denen. Ich finde die wirklich so geil. Das ist mein Lieblingsprodukt neben dem Blush von Rare Beauty. Und dann habe ich noch die hier von Rare Beauty. Das sind so fast schon Lipglosse. Ein Balm offiziell. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus auf den Lippen und fühlt sich richtig weich an. Ich liebe die. Das heißt, die ganzen Rare Beauty Sachen, da behalte ich natürlich. Speaking of Rare Beauty, ich habe hier noch was. Und zwar habe ich das mal bei einem Event mitgenommen. Das sind nämlich Lip Liner von Rare Beauty. Auch eine wahnsinnig schöne Farbe. Und dann ein Lippenstift. Ich krieg's nicht mal auf. Nicht, dass ich jetzt den falschen aufgemacht habe. Oh nein, ich habe den falschen aufgemacht. Sorry. Der ist eigentlich noch komplett neu. Ich habe halt jetzt nur leider die Verpackung aufgerissen. Ich habe den doppelt, das heißt, den hier gebe ich weg.
Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich geil. Und den hier, das ist die Farbe Fun übrigens. Ich finde die so schön. Den werde ich behalten. Ach, das ist eine Mini-Version davon. Wie süß. Dann behalte ich mal die Mini-Version, weil ich kriege eh nichts leer hier. Hier ist noch eine Mascara drin, sehe ich gerade. Und ein Liner. Zweimal Mascara sogar. Wisst ihr was? Dann gebe ich euch eine davon. Ich bin so großzügig. Wow. Liquid Liner und eine Mascara. Die lege ich mal irgendwo zur Seite. Hier. Den Lip Liner habe ich auch zweimal. Ich hoffe, dass ich den jetzt nicht aus Versehen beides benutzt habe. Ne? Fühlt sich nicht so an. Nope. Der ist auch noch komplett neu. Das heißt, viel Spaß damit. Wow. Ich habe eigentlich eine gute Idee. Mascara, Lip Liner, wo ist der Lippenstift hin? Wisst ihr was? Ich packe die jetzt da wieder ein und verschenke die einfach so an euch. Kriegt man das auch wieder zu? Yes, ist Gott. So. Okay, dann habe ich jetzt nur noch die rechte Seite von dieser Schublade. Da sind ganz viele Lippenstifte drin. Wer hätte es gedacht? Einmal habe ich hier ein bisschen Huda Beauty. Schauen wir mal, in welchem Zustand die sind. Die sehen auch noch gut aus, finde ich. Die haben auch so einen Soft Matte Look. Sieht eigentlich richtig geil aus. Du siehst nicht mehr so geil aus. Jetzt auch der einzige von denen, den ich öfter benutzt habe. Vielleicht habe ich den ein bisschen kontaminiert auf Dauer. Oh nee, den habe ich auch sehr oft benutzt. Und der ist auf jeden Fall auch nicht mehr ganz so geil. Schade. Den habe ich auch benutzt, aber der sieht noch gut aus. An dem Tag habe ich anscheinend nicht so viele Bakterien an mir gehabt. Und der sieht auch nicht mehr so gut aus. Oh Mann. Boah, so viel High-End-Scheiß weggeschmissen, ey. Ich kann nicht mehr. 3 Lippenstifte habe ich jetzt noch. Herzlichen Glückwunsch. Und viel besser wird es, glaube ich, auch nicht, weil ich habe noch richtig viele von Anastasia. Da muss ich jetzt genau hingucken, weil manche sind neu und manche nicht. Was war mit dem hier eigentlich? Weg damit. Den habe ich auf jeden Fall benutzt, aber der sieht noch gut aus. Die sind von der Haptik so geil, gell? Ja, die sind so voll. Qualitativ hochwertig. Ich finde es auch super satisfying. Die sehen alle super aus bisher. Nix dran. Alles gut. Die sehen alle voll gut aus bisher. Soll ich die dann einfach behalten? Ja. Vielleicht sortiere ich sie trotzdem noch aus. Boah, ist ja schön. Okay, ich habe den schwarz. Den fand ich ganz toll. Das sortiere ich jetzt direkt aus. Den roten zum Beispiel, den weiß ich schon, ich brauche den nicht unbedingt. Nochmal grau. Ich habe keine Freunde, die grauen Lippenstift brauchen. Glaube ich. Da ist Glitzer drauf, aber sonst sieht er gut aus. Boah, das ist voll die geile Farbe. Der ist komplett neu. Wisst ihr was? Sieht auch super aus. Da weiß ich schon, dass der mir gefallen würde von meinen Leuten. Der gefällt mir persönlich sehr gut. Okay, jetzt muss ich da nochmal durchgucken. Solche Farben wie blau, grau, grün, brauche ich meinen Freunden gar nicht zeigen. Den müsste man nur ein bisschen sauber machen. Kriege ich hin. Grau. Schönes Blut. Und nochmal so ein lila Pink. Okay, dann behalte ich 7 Stück davon. Das ist deutlich weniger, als es vorher war. Okay, dann habe ich hier von Rem Beauty ein paar Lippenstifte. Ich greife irgendwie auch nie zu denen. Ich glaube, es liegt an der Verpackung. Weil von der Textur her erinnern die mich ein bisschen an die von Huda Beauty. Die sind eigentlich ganz nice. Und die haben Magneten als Verschluss. Das ist voll satisfying eigentlich. Also dadurch, dass ich die alle schon benutzt habe, und ich die eigentlich auch ganz schön finde. Oh oh, ich habe den Deckel berührt. Oh oh. Ich denke, ich würde die behalten. Ja. Die sind auch wirklich noch nicht alt. Und jetzt habe ich hier noch, was ist denn das hier? Lipgloss, Plumping Lipgloss, Plumping Lipgloss, Plumping Lipgloss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die alle benutzt habe. Ah, das ist so einer. Oh, das ist cool. Süß. Laura, du magst doch Plumping Lipgloss, oder? Guck mal die Farbe an, ist voll schön. Upsi. Cool, danke. Der ist noch neu. Ihr wisst, was das heißt. Piu. Den hier würde ich mal behalten, vor allen Dingen ohne Verpackung, damit ich ihn auch sehen kann. Oh mein Gott, Laura, guck dir das mal an. Die Schublade ist einfach fast leer. Autsch. Okay, Leute, also die Schublade ist wirklich halb leer. Das macht mich richtig traurig. Das war wirklich meine absolute Lieblingsschublade. Aber wenn die Sachen halt nicht benutzt werden und einfach nur vergammeln, ist es blöd. Das heißt, die Sachen, die jetzt noch gut waren, die ich eigentlich nicht benutze, die habe ich jetzt weitergegeben. Und der Rest bleibt jetzt erstmal hier. Oh Gott. Noch 3 Schubladen. Wie kann das sein? Aber das war wirklich die schlimmste für mich. Das war, glaube ich, wirklich die schlimmste. Wobei, oh nein. Bei den Kylies wird es, glaube ich, auch sehr dramatisch. Aber das kann ich jetzt noch nicht mit mir vereinbaren. Das geht noch nicht. Das heißt, wir machen hier vorne weiter. Da habe ich jetzt hauptsächlich ganz viel Colourpop, Lime Crime, so Stifte, MAC, Cash Beauty, NARS, Melt. Also alles so ein bisschen höherpreisig, außer Colourpop. Und noch so ein paar Liquid Lipsticks und so, die auch von solchen Marken sind. Keine Ahnung, Stila und sowas. Also alles so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das sind so die coolen Marken. Und wir versuchen es einfach mal.
uns durchzukämpfen. Okay, ich habe hier haufenweise so Liquid Lipsticks. Ich schaue mir die mal an. Die sind eigentlich noch gut. Ach, die haben auch so eine richtig geile, weiche Textur. Eigentlich müsste ich die mal benutzen. Die sind voll geil. Ich glaube, ich sortiere da jetzt einfach mal. Also ich mache mal ein paar auf, so zur Sicherheit. Aber die sind, glaube ich, gar nicht so alt. Bei ColourPop bin ich mir nie so ganz sicher. Die sind halt nicht so super krass deckend, sondern so ein bisschen einfach so sehr soft. Für so ein arges Make-up vielleicht auch einfach. Ja, so voll. Es riecht normal. Da war es ein bisschen dickflüssiger als der andere, aber ich glaube, das ist einfach nur die Farbe. Die sind nicht so alt, aber bei ColourPop bin ich halt, wie gesagt, immer so ein bisschen unsicher, weil die oft mal schnell kippen, die Sachen allgemein. Okay, ich habe hier zwei Reihen davon, eigentlich perfekt. Also ich müsste theoretisch eine ganze Reihe loswerden, damit es sich lohnt, finde ich. Den hier, die sind doch voll gleich. Der hat sich ein bisschen zersetzt, aber ich glaube, es ist einfach nur... Bei dem weiß ich nicht. Ich glaube, der war auch der erste, den ich benutzt habe. Entschuldigung da draußen. Guck mal, ob hier noch irgendwas neu ist. Oh! Der Applikator ist los. Oh mein Gott, du hast mir mal voll einen geilen Concealer gegeben von Nabla, glaube ich. Mhm. Der Applikator ist einfach abgekracht. Es ist mir bei irgendeinem Dings auch passiert. Bei so einem teuren Ding. Das ist neu. Komplett neu, neu, neu. Mhm. Ja, dann Verlosung, let's go. Der nicht. Der auch nicht. Okay. Die hier schon mal da rein. Neu und auch sehr, sehr hübsch. Sehr hübsche, helle rosa Farbe. Der ist auch neu. Na dann. Okay, eine Reihe haben wir schon mal minus. Das ist doch schon mal super. Dann habe ich jetzt hier noch einen random Lippenstift von ColourPop. Sieht voll schön aus. Ich mag die Verpackung auch sehr gerne. Ich glaube, das ist der einzige Lippenstift von ColourPop, den ich noch habe. Ich glaube, den gebe ich weg, einfach weil... Das stimmt gar nicht! Dann kümmere ich mich nachher um den. Ignoriert, was ich gesagt habe. Dann habe ich diese Villains Lipglosse. Ich habe ein Video damit gemacht. Ist nur noch in Ordnung. Die habe ich aber, soweit ich weiß, alle geswatcht und danach nicht mehr benutzt. Ja, das heißt, die kommen in die Freundeskiste. Ich brauche die nicht. Was ich richtig geil finde, sind diese Lippy Sticks. Benutze ich viel zu selten, aber die haben eigentlich eine richtig geile Textur. Ich hoffe jetzt mal, dass die noch gut sind. Einer ist schon mal in Ordnung. Der schwitzt ein bisschen, aber weiß nicht. Das war sehr nass. Der war sehr, sehr nass. Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist ein Unterschied. Ob es schwitzt oder ob es irgendwie... Oh, der ist ja gar nicht. Ich muss ihn wegschmeißen. Der sieht gut aus. Der sieht nicht gut aus. Das ist sehr schade. Die Farbe hat mir gut gefallen. Ist in Ordnung. Und noch einer. Dunkler. Der sieht sehr suspicious aus. Okay. Vier haben wir noch. Dann habe ich diese Lipbalm-ähnlichen Just a Tint-Dinger von ColourPop. Das ist relativ neu. Das ist diese Animal Crossing-Kollektion. Den habe ich auf jeden Fall schon benutzt. Den hier nicht. Doch, doch, doch. Den habe ich benutzt. Okay, dann behalte ich den. Mir gefallen die sehr, sehr gut. Deswegen glaube ich, dass ich den einfach behalten werde, wenn die noch gut sind. Also der ist fast leer sogar. Der ist auch der älteste von denen, glaube ich. Das ist so ein kleinerer von denen. Und ich glaube, dass ich den wegschmeiße. Aber die anderen behalte ich auf jeden Fall. Ich mag die sehr gerne. Dann habe ich jetzt hier noch drei. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Das sind Lipglosse von ColourPop. Süß. Sehr süß. Okay. Wow, der ist ja toll. Der sieht ja übel schön aus. Okay, wir schauen mal, wie der dritte ist. Das ist so ein Orange. Auch sehr schön. Bin jetzt hin und her gerissen. Ich könnte sie behalten. Aber gleichzeitig... ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie wirklich benutze, relativ wenig. Ja, aber der hier gefällt mir auch. Also die zwei hier finde ich richtig, richtig schön. Wisst ihr was? Dann gebe ich den hier weg. Die zwei behalte ich jetzt erstmal. Oh, ich habe hier noch einen gefunden von denen. Der muss aber auch so alt sein wie der andere. Den habe ich auch zu Hause. Ja, das ist nicht. Oder? ColourPop? Das kann sein, ja. Tschüss. Okay, so ein ganz altes Dings von Lavera habe ich hier. Dann habe ich Essence True Glow Lip Balm. Der sieht ja ganz wild aus. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Und Natural Tint and Color. Der sieht auch nicht mehr gut aus. Was ist denn das hier? Fantastic Lipstick SPF 15. Linda Hallberg. Der ist noch komplett neu. Der sieht eigentlich sehr geil aus. Süß, mit so Glitzer drin mit SPF. So ein Lip Balm. Nimmst du mit nach Hause, oder? Finde ich cool. Dann habe ich einen Mini Sheer Lip Balm von Essence, der absolut nicht mehr gut aussieht. Der ist auch schon sehr alt. Dann habe ich diese Screen Queens von Zoeva. Ich mag die. Eigentlich sind die auch schon sehr alt, aber bisher sehen die normal aus. Okay, der sieht sehr, sehr ranzig aus.
ranzig, das Wort des Tages. Der sieht noch voll gut aus, der ist noch neu. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, wie alt er ist, kommt der hier rein. Dann packe ich den auch da dazu. Und jetzt habe ich hier noch so einen She Glam Lip Balm. Das ist auch schon wirklich sehr alt. Ich weiß nicht, wann ich das Video gemacht habe. Aber für einen Lip Balm ist, glaube ich, das für die Lebensdauer ein bisschen zu lang her. Okay, das ist ein Unterschied, würde ich sagen. Wir haben aber noch mehr von diesen Stiften. Ich gehe die mal jetzt relativ schnell durch, komm. Ich habe noch 4 jetzt. Belastend. Okay, nächste Spalte. Wir fangen mal unten an bei Cash Beauty. Die sehen einfach optisch schon richtig, richtig geil aus. Aber ich greife nie zu denen, weil man nicht von außen sehen kann, was für eine Farbe das ist. Ich hasse sowas. Ich hasse es so sehr, aber die sind so schön. Das ist ein richtig toller Nude-Ton. Der ist komplett neu. Die sind wirklich toll. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Der sieht nicht mehr normal aus, aber ich glaube, da habe ich irgendwas SFX-iges mit dem gemacht. Der sieht gut aus. Auch sehr schön. Ich glaube, die Farbe brauche ich nicht unbedingt. Dann haben wir noch 3. Einfach mal halbiert oder noch weniger. Dann habe ich hier 2 kleine von Smashbox. Das ist der lila, ne? Das ist cool. Und hier ist noch ein ganz, ganz neuer roter. Den packe ich euch da rein. Also das ist echt krass, was ich da reingeschmissen habe bisher. Das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen traumatisierend werden. Ich habe hier ganz viele MAC-Lippenstifte. Die sind zum Teil auch richtig alt. Das ist mein Liebling. Den kann jemand gut benutzen. Das hier war ganz lang mein allerliebster Lieblingslippenstift. Das ist MAC Brave. Der ist auch nicht so alt. Das sieht ein bisschen schwitzig aus, aber ich glaube, das ist echt ganz normal. Das sieht jetzt nicht super concerning aus. Den behalte ich jetzt mal. Die haben nur noch 3. Es fühlt sich irgendwie gut an, aber irgendwie auch sehr schlecht, weil es sieht halt auch viel schlechter aus als vorher. Ich hatte vorher genau eine Reihe, das war schon ganz schön. Aber vielleicht kriege ich ja mal wieder welche von MAC rein, dann kann ich die Reihe wieder füllen. Auch schon sehr lang zum Teil bei mir sind die Lime Crime. Wie heißen die denn? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich habe die schon so lang. Ich rieche jetzt nichts, aber der ist halt einer der ältesten, den ich habe. Der riecht normal. Dann ist er noch gut. Dann habe ich hier dieses Khaki. Übertrieben cool. Das ist nicht mehr gut, glaube ich. Das ist wie wenn es so kleine Kügelchen drin hätte. Das ist eigentlich die coolste Farbe gewesen von denen. Mann! Der hier ist, glaube ich, auch sehr alt. Oh, der ist aber total schön. Wow. Buffy. Wirkt aber eigentlich auch noch gut. Also, der hier ist nicht ganz so alt, aber auch alt. Und der sieht aber noch super aus. Ja, okay. Dann gebe ich, dann muss der. Das war die gleiche Kollektion, also dann lasse ich lieber raus. Aber die hier sollten noch gut sein. Die 3 bleiben bei mir. Das ist übrigens der Cheryl Blossom Ton. Das ist Red Velvet von Lime Crime. Und dann habe ich jetzt noch von Lime Crime so 2 von diesen Plushies. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich benutze sie viel zu selten, aber die sind total toll. Also gerade so für den Alltag. Das heißt, ich glaube, ich packe den jetzt einfach aus. Weil der ist noch eingepackt. Ich habe den sogar gekauft irgendwann mal und habe ihn einfach nie ausgepackt. Und den packe ich hier einfach dazu. Das gefällt mir gut. Und dann geht's weiter im Programm mit NARS. Greife ich auch nie dazu, weil das gleiche Problem, man sieht von außen einfach nicht die Farbe. Und das ist ultra nervig. Die sind nicht super alt, also das sollte eigentlich alles noch in Ordnung sein. Komplett neu. Schauen wir mal. Den möchte ich auf jeden Fall behalten. Auch neu. Ich behalte die nicht alle, die sind alle sehr ähnlich. Du, ich würde mich aufopfern. So nett von dir. Problem. Der ist richtig toll. Der sieht richtig geil aus. Realistisch betrachtet werde ich ihn wahrscheinlich nicht so oft benutzen, wie ich sollte. Und er ist neu. Waren die nicht auch neu? Yes. Komm. Auch 3 übrig. Scheint hier so ein Dreiergespann hier immer wieder zu werden bei mir. Weiter geht's. Ich habe hier Melt Cosmetics. Habe ich auch schon sehr lang. Sieht noch normal aus. Sind tatsächlich nicht so wirklich meine Lieblinge, muss ich sagen. Vielleicht gebe ich auch einfach die Nude-Töne weg. Wobei, den habe ich ziemlich angematscht. Ich glaube, den muss ich behalten. Aber den hier packe ich mal hier rein. Da habe ich auch schon wieder 3. Ich mache das nicht absichtlich. Gut, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Randoms. Ich habe einmal Dose of Colors. Das ist einer der schönsten Lippenstifte überhaupt. Truffle. Der scheint noch in Ordnung zu sein. Der ist auch nicht so alt. Truffle bleibt bei mir. Dann habe ich hier Jouer. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Farbe. Ist auch schon relativ alt, aber weiß nicht. Also ich sehe da jetzt nichts Verdächtiges. Ah, doch, ein bisschen was Verdächtiges sehe ich. Riecht nämlich nicht mehr so gut. Dann habe ich 1993 von Urban Decay. Das ist eine richtig schöne Farbe. Ja, der gefällt mir. Der gehört aber nicht hier rein, sondern zu Urban Decay. Da. Dann haben wir hier, was ist das? Was bist du? Lethal Cosmetics. Oh, der ist flauschig.
Oh, das ist wirklich flauschig. Sind leider Film ist da schon. Also sieht schon ein bisschen concerning aus. Ja. Ja, Freunde. Das war's wohl mit dem. Und was haben wir hier? Das ist, glaube ich, KVD Beauty Lolita. Oh, der sieht aber noch schön aus. Dann bleibt der da. Boah, ich habe ja gar nichts mehr jetzt. Ich hänge halt auch voll an meinen Sachen so. Ich habe hier einen Chanel-Lippenstift, der ist so alt. Nee, den kann man nicht wegschmeißen, das ist Chanel. Der ist so, also das war, glaube ich, sogar 2013. Den behalten wir. Meine Mutter hat noch von 1990 Lippenstift. Der ist 10 Jahre alt. Na und, wir sind 30 Jahre alt und wir werden auch nicht weggeschmissen. Ich sehe jetzt auch nichts Verdächtiges, muss ich gestehen. Vielleicht behalte ich ihn wirklich noch. Was haben wir denn hier? By Terry. Sehr schade drum, ich benutze die gar nicht. Der ist sogar noch komplett neu. Dann packe ich den euch hier rein. Den packe ich da rein. Gut. Kurzer Prozess. Nabla Perfect Day. Der ist nicht so alt. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht benutzen, obwohl ich Nabla sehr gerne mag, aber ab damit. Oh, richtig süß. Hier von Beauty Bakery, so kleine. Das ist so eine schöne Farbe. Das ist die Farbe Bastani Ice. Und die Farbe Skinny Dip. Okay, die sind super schön. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich noch so Pretty Vulgar Lippenstifte. Ich liebe die Firma halt einfach, aber die sind auch schon sehr alt. Der hier nicht. Das ist eigentlich auch ein Lip Balm. Ich habe immer vergessen, dass es ein Lip Balm ist. Dann habe ich ihn nie benutzt. So traurig. Der riecht noch gut. Dann behalte ich den ein. Und zwei haben wir hier noch drin von einmal Tarte. So ein richtig schönes Nude. Ich weiß es nicht, ob das Weiß da außenrum von irgendwas kommt, was ich gemacht habe. Oder ob das kontaminiert ist. Ich weiß es nicht. Das ist von mir. Ich habe den benutzt, um meine Foundation zu mischen. Mit dem weißen Lippenstift. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So alt ist der nicht. Okay, dann bleibt der da. Oh, Madame Lambre. Das ist, der ist 10 Jahre alt mindestens. Das war mein Lieblingslippenstift für die längste Zeit, aber... Riechen. Riechtest. Der hat immer schon ein bisschen komisch gerochen, glaube ich so. Aber der ist aber luftdicht verpackt. Guck doch, wie der verpackt ist. Das schmeißen wir weg. Total hübsch. Kannst du mal ranzoomen? Noch ein letztes Mal anschauen, wie schön er ist. Schon sehr schön. Es ist Zeit. Und dann habe ich jetzt hier noch von Ciate so ein Watermelon Hydrating Lip Oil. Das finde ich richtig, richtig geil. Das behalte ich auf jeden Fall noch ziemlich neu. Nur noch eine Kategorie. Diese Schublade ist auch ultra leer, ne? Das sind sehr viele Liquid Lipsticks von ganz vielen verschiedenen Marken. Ich habe hier einmal, beziehungsweise zweimal Stealer. Riecht noch normal. Ist, glaube ich, auch nicht so alt. Benutze ich nur einfach nie. Ich würde die mal abgeben. Wer bist du denn? Gerard Cosmetics. Gerard. Sehr schön. Benutze ich auch irgendwie nie. Wahnsinnig schöne Farbe, deswegen gebe ich die auf jeden Fall auch ab. Dann habe ich eine von By Terry. Gleiches Spiel, der ist total schön, aber ich benutze ihn irgendwie nicht. Zwei von Lunar Beauty. Okay, das ist, glaube ich, ein Lipgloss. Riecht noch gut, fühlt sich noch gut an. Gott sei Dank, ich mag die nämlich sehr gerne. Und noch ein Liquid Lipstick von Lunar Beauty. Das ist eine schöne Farbe. Hier. Die würde ich jetzt mal behalten. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Noch ein Liquid Lipstick von Lunar Beauty. Der ist krass. Gut, den kann ich auf jeden Fall auch behalten. Riecht auch normal. Love Ex Hatice Schmidt. Das ist auch alt. Ich glaube, den muss ich wegschmeißen langsam. Bin mir nicht ganz sicher. Hier ist ein neuer von Sephora. Wir schmeißen ihn weg. Also Leute, das hier ist das Endergebnis. Wenn ich da jetzt nicht viel raussortiert habe, dann weiß ich auch nicht. Es ist, was ist, gell? Es ist einfach so. Oh. Go. Next. Garnisha. Oh mein Gott. Die Schublade ist auch sehr schön. Das ist eigentlich nur Lipglosse. Let's do it. Okay, wir fangen mal unten an. Hier habe ich welche von Charlotte Tilbury. Das sind eigentlich sehr schöne Lipglosse. Zersetzt sich hier aber ein bisschen. Hat er immer schon so gerochen? Ich glaube nicht. Der hier sieht vielversprechender aus. Liegt darin, dass er neu ist. Ist ja so ein TikTok-Hype um... Sind die gut? Ist ja so ein TikTok-Hype um Charlotte Tilbury. Echt? Ich habe halt so viele Probleme mit manchen von den Sachen. Ja, die... Mit den Verpackungen. Alle. Ich habe mit den Verpackungen ganz viele Probleme, aber mit den Produkten selber... Wieso mit den Verpackungen? Alles läuft aus. Ich habe so ein Konturding, das läuft aus. Das Setting Spray sprüht nicht richtig. Aber bei den Lippensachen hatte ich zum Beispiel noch nie Probleme. Bei dem Preis sollte nichts auslaufen. Das stimmt. Okay, das sieht auch noch normal aus. Also das Ding ist, ich benutze die eigentlich kaum... Vielleicht der eine, der neu ist, den könnte ich vielleicht aussortieren. Der hier. Der sieht auch so ähnlich aus wie der andere, den ich schon offen habe. Das heißt, der hier kommt da rein. Die hier kommen wieder zurück in meine kleine Kollektion.
Dann haben wir hier... Was ist das denn? Nabla. Oh ja, Shine Theory Lipgloss. Die sind auch noch nicht so alt. Die sind ultra pigmentiert irgendwie für so ein Lipgloss. Oh, die sind sehr schön. I like it. Habe ich die alle geswatcht? Ich glaube ja. Boah, die sehen toll aus. Ich muss wirklich sagen, die sehen toll aus. Die sehen richtig süß aus. Und die sind jetzt auch noch nicht alt. Das heißt, die bleiben bei mir. Oh, hier sind noch zwei. Die auch schon offen. Dann gönne ich mir doch mal einmal eine komplette Kollektion zu behalten. Und hier habe ich noch ein Random Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick von Essence. Habe ich den nicht vorhin aussortiert? Der ist aber gut. Aber der zersetzt sich schon auf der Hand. Der ist anscheinend nicht mehr gut. Der war nämlich mal gut, auf jeden Fall. Okay, ich habe hier eine Runde sehr gemischte Sachen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Hier habe ich von ColourPop Ultra Glossy Lips. Sieht so geil aus, die Verpackung. Ultra satisfying. Ich muss die behalten. Boah, die hier, die tun es mir gerade richtig an. Die bleiben. Dann habe ich hier einen sehr alten Fenty Lip Gloss. Ich glaube, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, der müsste mal langsam gehen. Ah, Too Faced A Melon Reasons. Das ist auch total süß. Ist noch komplett neu. Dann habe ich hier einen von Cash Beauty. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht so lang. Den würde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich Too Faced Lip Injection Maximum Plump. Das ist der eine, den ich glaube ich behalten würde. Das ist eigentlich ganz cool, eins davon in der Kollektion zu haben. Dann haben wir NARS. Eine sehr hübsche Farbe. Würde ich auch benutzen. So einen super hellen Lipgloss von Douglas. Der sieht auch total geil aus. Und der Applikator ist so voll groß. Ist richtig nice. Gefällt mir. Und dann habe ich jetzt hier noch was, was sich ein bisschen zersetzt hat. Aber ich glaube, das ist, muss man schütteln. So Glitterati Lip Top Coat. Ich schüttle mal und gucke, was dabei rauskommt. Sieht ja witzig aus. Glitterati Lip Top Coat. Wow. Okay, das ist eigentlich Glitzer in der Flasche. Finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob der immer schon so flüssig war. Ich glaube schon. Ich behalte den mal. Oh nein, jetzt glitzert meine Hand. Okay, nächste Kategorie. Ich habe hier einige Boutique-Lipglosse und nochmal so ein bisschen so Holo-Zeug. Einmal Topper Shock von BH, glaube ich. Vielleicht lüge ich auch, ich habe keine Ahnung. Der ist, glaube ich, nicht neu, nein. Okay, das ist ganz süß. Das ist so ein bisschen so ein lila Base Holo. Dann habe ich hier Essence Crystal Wet Look Lip Gloss. Den habe ich noch nie ausprobiert. Oh, der ist richtig hübsch. Der ist ein bisschen rosa-orange Glitzer. Gefällt mir gut. Dann habe ich von Boutique den Deep Dimension. Oh, der hat sich aber ordentlich zersetzt. Mischt sich auch nicht mehr wirklich. Jetzt muss ich aber ganz kurz gestehen, dass ich das Gefühl habe, dass... Oh, das sieht ja richtig gruselig aus, wenn man das rausnimmt. Ich muss gestehen, dass ich nicht sicher bin, ob ich den Stila dann doch wegwerfen sollte, weil der sich so ähnlich verhalten hat. Aber der hier hat sich komplett wieder zusammengerauft. Der hier nicht. Weg damit. Jetzt haben wir hier... 5 verschiedene von diesen Boutique-Lipglossen. Da hat sich das Pigment auf jeden Fall komplett zersetzt. Das sieht ja ganz wild aus. Kriegt man aber wieder rein ohne Probleme. 4 davon scheinen noch in Ordnung zu sein. Die haben jetzt nicht komisch gerochen oder sich komisch verhalten. Und die anderen habe ich jetzt weggeschmissen, weil die sahen ein bisschen bedenklich aus. Okay, Spalte 2. Iconic London. Die haben sich komplett zersetzt. Kann ich eigentlich direkt so... da reinschmeißen. Dann habe ich hier einen von Pretty Vulgar. Ich mag den sehr gerne. Auch wenn er so sehr minzig ist, obwohl ich das eigentlich hasse. Aber an sich ist er so ein Plumping Lip Gloss. Finde ich aber sehr schön. Den behalte ich mal. Dann habe ich hier den Mrs. Bella Lip Gloss. Der ist auch sehr hübsch. Ist auch noch gut. Werde ich wahrscheinlich so nicht mehr benutzen, weil ich es euch auch nicht wirklich zeigen kann. Hallo, Entschuldigung da draußen. Der Helikopter kommt das Make-up abholen. Sorry. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe den an jemanden von meinen Freunden. Dann habe ich hier Lorac Lip Gloss in Pink Sands. Der ist noch neu. Ich glaube, ich brauche ihn nicht. Next. Das ist Zoeva? Nee, auch. Okay, wir haben Zoeva und MAC, glaube ich. Zoeva Melody Lip Gloss. Zoeva, Zoeva, Zoeva. Ich habe von Zoeva schon so ewig kein Make-up oder so mehr geschickt bekommen. Das ist nicht mehr gut. Der hier könnte noch gut funktionieren. Ich hoffe, der hier auch. Das war mein Liebling von denen. Okay, die 3 kommen da rein. Die 2 scheinen noch in Ordnung zu sein. Die bleiben bei mir. Dann habe ich jetzt hier 2 MAC Lip Glass Lip Glosse. Die sind neu eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die noch gar nicht ausprobiert habe. Das heißt, die bleiben auch in meiner Kollektion auf jeden Fall. Hier habe ich einmal Made by Mitchell. Das ist ein Eyeliner. Warum ist der hier? Aber der funktioniert nicht mehr richtig. Kann ich ihn gleich wegschmeißen.
dann habe ich jetzt hier noch ein Dose of Colors Lip Gloss. Wahnsinnig schön. Gefällt mir sehr gut. Habe ich noch nicht benutzt. Ist eine richtig, richtig gute Marke. Ich glaube, da freut sich jemand drüber. Ich habe sowas Ähnliches auf jeden Fall schon mehrfach hier. Wir rennen hier durch, Leute. Ich habe hier ganz viele Essence. Plumping Lip Glosse. Ich benutze so selten Plumping Lip Glosse und erst recht keine metallischen. Deswegen kommen die raus. Jetzt muss ich kurz gucken, ob die neu sind. Ich glaube, ja. Neu. 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 Wie gesagt, Plumping Lip Gloss benutze ich selten. Und wenn, dann nur ganz spezielle. Also wenn ich euch mal einen Plumping Lip Gloss empfehle, dann muss ich den schon wirklich sehr mögen. Auch neu. Und hier habe ich noch irgendwas random. Ein Liquid Lipstick von dieser Miss Klaus LE. Von BH. Scheint mir so als... Oh, erstens stinkt der, zweitens hat er so weiß hier am Rand. Außen. Schmeiß mal weg. Die ganze Reihe ist wieder leer hier. Einmal haben wir hier Supercharged Gloss Oil Tint von Glossed London. Klingt auf jeden Fall sehr sexy. Ist auch auf jeden Fall sehr sexy. Behalten wir. Dann habe ich hier zwei von Milani. Die sind eigentlich sehr schön, aber ich benutze die irgendwie nicht mehr. Deswegen packe ich die hier rein. Von Nude Sticks habe ich nochmal ein Lip Plush Paint. Ist auch mit so einem kleinen Dings dran. Ist auch relativ neu. Das heißt, den werde ich auch behalten. Dann haben wir hier, was ist denn das? Joy Cosmetics ist komplett zersetzt. Nee. Nee. Und zwei Dominique Cosmetics Lip Gloss. Ich liebe die. Ich benutze die sehr, sehr gerne. Das heißt, die bleiben auf jeden Fall auch bei mir. Letzte Spalte, Leute. Es wird spannend. Wir haben hier Morphe. Ich habe so Angst vor dieser Schublade. Ich drücke mich die ganze Zeit davor. Egal, ich habe hier einen Ashley und Morphe Strong Gilded Spirit Lip Gloss. Sieht richtig schön aus, die Farbe. Ist auch eine richtig schöne Farbe. Ist so ein bisschen so ein Braun eben. Sieht richtig geil aus, behalte ich definitiv. Dann habe ich hier ein Glassified Lip Oil. Da hat sich die Farbe ein bisschen abgesetzt, aber ich habe ich erst gerade vor kurzem benutzt. Das kann ich auf jeden Fall behalten. Das ist auch von Morphe. Dann habe ich einen Lippenstift von Morphe. Sieht gut aus, benutze ich aber nicht. Und jetzt habe ich hier ganz viele Lipglosse und ich finde die Verpackung total satisfying. Deswegen werde ich auf jeden Fall welche behalten. Jetzt gucken wir nur mal, wie viele. Den hier und den hier auf jeden Fall. Das ist auch ganz toll. Vibes, das ist mein Vibe, würde ich sagen. Ich glaube, ich gebe nur den hier weg. Das ist auch voll schön, aber es ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Und der ist noch komplett neu. Also perfekt. Da. Dann bleiben bei mir 6 übrig. Das ist auch eine schönere Zahl als 7. Nächste Reihe. Kish. Cosmetics. Von wem war das denn nochmal? Ist das nicht von dieser Kim Gloss? Kim Gloss. Das kann sein. Ich finde es irgendwie traurig, weil ich habe die nie benutzt. Ich habe es versucht, ihnen eine Chance zu geben in meiner Kollektion. Ich habe einfach nie dazu gegriffen. Deswegen gebe ich die jetzt hier rüber. Ich weiß nämlich nicht genau, wie alt die sind. Sonst würde ich die in die Verlosungsbox geben. Dann haben wir hier Pat McGrath Labs. Ein Lip Gloss. Eine sehr krasse Marke auf jeden Fall. Den habe ich noch nie benutzt, der ist total geil. Sollte ich mal benutzen, Leute, würde ich sagen, oder? Und dann habe ich hier noch so Diamond Crushers von Lime Crime. Die sind auch sehr alt. Allerdings habe ich wirklich nichts Vergleichbares. Das ist richtig interessant. Die riechen ultra krass. Also richtig, also so süß. Wirklich so süß. Aber vom Effekt her sind die halt ultra geil. Das heißt, ich werde die behalten, einfach nur, falls ich es mal brauche. Wir sind bald durch bei der Schublade. Eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte nicht zu der anderen Schublade übergehen. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal einen von dieser Miss Klaus Kollektion. Der ist aber noch nie benutzt worden und der riecht auch noch gut. Aber dadurch, dass der andere gekippt ist, werde ich den an meine Freunde geben. Dann habe ich Plumping Serum Gloss von Love Cosmetics. Ich mag, wie gesagt, nicht viele Lip Plumper und deswegen wären die jetzt nicht meine erste Wahl. Weg damit! Kiss New York. Oh, der ist sehr, sehr schön. Das ist ein richtig, richtig schöner Lipgloss. Der gefällt mir gut. Den werde ich behalten. Dann Shattered Glass Intense Glitter Effect Topper von Sleek. Der erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an die Lime Cream Dinger, nur nicht so stückig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den realistisch benutzen würde. Aber ich kann halt auch nicht wirklich weitergeben an jemanden. Oh doch, der war noch zu, kann das sein? Der hier war noch zu. Ich habe ihn gerade aufgemacht. Der hier ist auch noch zu. Also nur der hier war offen. Dann behalte ich den, den ich aufgemacht hatte schon. Und die zwei neuen packe ich da rein. Prism Lip Glaze von Catrice ist richtig schön. Riecht auch noch gut. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Und dann habe ich jetzt noch einen Lip Lingerie Lip Gloss. Der ist eigentlich durchsichtig. Aber den habe ich jetzt... Ja, ich habe den auch erst vor kurzem noch benutzt. Also den behalte ich auch erstmal. Sonst habe ich nämlich gar keinen... durchsichtigen normalen Lipgloss mehr. Das ist schlecht. Was auch immer ich da geswatcht hatte, ich glaube, das war dieser Zoeva, nee, dieser Sleek oder was das war. Der hat einfach meine Hand gestained. Der war so kurz da drauf. Ist komplett rot. Na gut,
weiter geht's. Naked Big von Morphe. Sehr, sehr schöner, auch ein Plumping Lipgloss, aber der gefällt mir sehr gut. Den hier habe ich noch nicht ausgepackt, aber irgendwie gefällt mir das gut. Ich habe den auf jeden Fall schon mal ausprobiert, aber die hier anscheinend nicht. Keine Ahnung, wo der andere dann ist. Aber den würde ich jetzt erstmal behalten. Ich habe hier welche von dieser Cola-Kollektion. Die sind mir so ein bisschen zu flimselig. Aber der kleine hier, der hat einfach so eine schöne Farbe, dass ich den auf jeden Fall behalten würde. Die anderen würde ich jetzt mal an meine Freunde weitergeben. Dann habe ich so ein Mini-Lip-Glaze von Nude Sticks. Eigentlich richtig süß. Habe ich auch schon benutzt, aber das ist mir auch wieder zu flimsig. Und dann habe ich hier nochmal Lethal Cosmetics. Everything heißt der. Oh, der ist sehr schön. Okay, dann bleibt der auch bei mir. Oh, den muss ich noch einpacken. Okay, die Schublade ist deutlich leerer. Irgendwie gruselig, aber das fand ich jetzt sehr satisfying aus irgendeinem Grund, weil da, glaube ich, so viel auch gemischt war. Und jetzt ist es ein bisschen übersichtlicher. Da würde ich sagen... Ich möchte das nicht machen. Ich möchte nicht. Ich will nicht. Ab zur Kylie-Kiste, würde ich sagen. Also das große Problem bei dieser Schublade ist einfach, dass ich weiß, meine Kylie-Sachen sehr, sehr alt sind. Zum Teil. Nicht alles, aber vieles. Wir fangen mal oben an. Da wird's einfach. Ich habe hier die Morphe Madison Beer Lipglosse. Die behalte ich definitiv. Die kann ich echt direkt zu den Lipglossen packen da hinten, weil die sind ganz toll. Was ich hier habe, sind diese kompletten... Oh Gott. Urban Decay Hi-Fi Shine Lipglosse. Mein Problem mit denen ist, dass die ultra nach Minze riechen. Und wer mich kennt, weiß... Einfach nicht mein Vibe. Deswegen greife ich zu denen so selten. Aber die sehen so geil aus in meiner Kollektion. Komm. Mir gefällt mein Job gerade nicht. Ich habe hier noch ganz viele so metallische. Vielleicht behalte ich wenigstens die. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob die gekippt sind oder so. Weil das riecht einfach nur nach Minze. Einfach nur, weil es sehr satisfying ist. Und ich glaube, meine Freunde auch keine blauen Lipglosse wollen. Werde ich die behalten. Hab noch einen gefunden. Dann habe ich von Nimya einen Lip Balm. Den behalte ich auf jeden Fall. Das ist die Marke von Niki Tutorials übrigens. Und Dose of Colors, einen Lippenstift. Das ist Katie und Desi Perkins. Das sieht nicht mehr gut aus. Muss ich leider wegschmeißen. Nochmal von diesen Santa Claus Lipglossen. Wie kommen die denn alle her? Der ist auch komplett neu. Packe ich da rein. Okay, hier unten habe ich ganz viele Lippenstifte von Urban Decay. Schauen wir uns die mal an. Die sind eigentlich auch schon relativ alt. Das ist dieser 1993. Bin ich mir nicht ganz sicher, Leute. Der sieht gut aus. Insanity sieht noch gut aus. Okay. Stark Naked. Auch gut aus. Den hier würde ich schon mal aussortieren, weil ich den einfach gar nicht trage. Dann habe ich 66. Sieht auch noch schön aus. Ich will tatsächlich die beiden hier behalten und den hier auch noch mit da reinpacken. Den hier will ich wegschmeißen. Obwohl es die schönste Farbe ist von denen, finde ich. Aber der war ein bisschen concerning. Okay, also die zwei hier bleiben da übrig. Oh, hier ist noch einer von dieser Naked Cherry Kollektion. Juicy. Von diesen Metal Eyes. Der ist ganz geil, aber ich benutze sowas eigentlich selten. Komm, wenn wir schon dabei sind. Dear Dahlia habe ich hier zwei. Die Verpackung ist auch total schön. Sieht gut aus. Die Verpackung gefällt mir auch sehr gut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann benutze, ist höher. Der hier ist es nicht so meine Farbe. Das heißt, der hier kommt weg, der andere bleibt bei mir. Damit ist hier schon fast alles leer gefühlt. Okay, da oben. Da haben wir noch ein paar von diesen Flower Lipsticks. Wo hatte ich denn die anderen? In irgendeiner anderen Schublade. Mich erfüllen die irgendwie mit Freude. Ich finde die total süß. Aber der hier ist komplett neu. Dann habe ich hier nochmal... Wahrscheinlich auch komplett neu. Mit einer richtig hübschen lilanen Blume drin. Das war so ein Paket mit, ich glaube, 6 verschiedenen drin. Oh, die hier gefällt mir richtig gut. Darf ich die behalten? Jetzt ist sie eh runtergefallen. Okay, dann packe ich das hier weg und die bleibt bei mir. Und die andere habe ich wahrscheinlich auch nicht ausprobiert. Die ist so Key Lime Green. Muss ich an den Swiftie geben. Okay. Also eine behalte ich, die andere, die ich noch irgendwo habe, behalte ich auch. Und dann gehen wir weiter. Viva irgendwas, irgendeine Kollektion mit Colourpop von irgendjemandem, ich weiß nicht mit wem, gebe ich weiter. Die ist komplett noch neu. Dann habe ich hier ein Urban Decay Weiß. Ist das ein Lipgloss? Oh, wow. Das ist toll. Der gefällt mir gut. Okay, den behalten wir. Und dann habe ich, glaube ich, einen Pat McGrath. Yes, einen Pat McGrath Lippenstift. Sehr schön. Den behalten wir auch. Nächste Reihe. Oh, guck mal, da ist noch mehr Dose of Colors. Die waren da hinten auch irgendwo. Cork, Truffle und Extra Saucy. Das bedeutet, ich weiß nicht, wo er ist gerade, aber den anderen Truffle werde ich wegschmeißen, weil das sind die neueren. Ich mag die sehr. Ich habe die auch schon alle benutzt.
Das heißt, die werde ich behalten. Die finde ich toll. Dann habe ich hier einen Sugar Pill Liquid Lip Color. Die ist sehr eingetrocknet. Da war fast gar nichts mehr auf dem Ding drauf. Und das ist ganz geil. Das ist von NARS, so ein Lip Paint. Und das ist fast schwarz. Oder ganz schwarz. Irgendwie hatte ich die noch ein bisschen bräunlicher in Erinnerung. Aber anscheinend ist es doch ganz schwarz. Finde ich richtig nice. Habe ich auch schon öfter benutzt. Für ab und zu mal irgendwas. Dann gehen wir erstmal hier runter, bevor wir zu den Kylies kommen. Ich drücke mich davor, merkt ihr es? Ich habe hier drei Colourpop Lippenstifte. Schauen wir mal. Ah, das ist nur die Form, die so komisch aussieht. Der ist nicht neu. Okay, der hier ist neu. Und die zwei nicht. Ich brauche sie aber nicht. Ich benutze sie nicht. Jetzt habe ich diese Villains-Kollektion nochmal. Die habe ich auf jeden Fall alle geswatcht, leider. Sonst würde ich die nämlich direkt in die Verlosungsbox tun. Aber die sind leider alle geswatcht. Ich glaube auch auf den Lippen geswatcht, leider. Sonst würde ich es vielleicht sogar auch noch reinpacken. Aber gut, so geht es halt in die Kiste. Ist auch in Ordnung. Und dann habe ich die drei Barbie und Colourpop Lippenstifte. Die finde ich richtig, richtig geil irgendwie. Hat halt voll sowas Nostalgisches wegen dieser Plastikverpackung. Die würde ich, glaube ich, noch behalten. Die finde ich cool. Behalten wir die mal. Habe ich hier von Tarte diese Maracuja Juicy Lip Dinger. Die übertrieben gehypt waren und ich habe es einfach komplett vergessen, dass ich die habe. Was auch bleibt, sind meine zwei Nivea Lipglosse. Die sind auch relativ neu. Habe ich keinen Grund, die auszusortieren. Ich habe hier Kylie Lipglosse. Die sind nicht ganz so alt wie manche von meinen Lippenstiften. Und ich glaube, dass ich die auch noch benutzen kann. Ich habe die auch noch benutzt vor kurzem. Den habe ich gerade erst vor kurzem benutzt. Es würde mich jetzt wirklich sehr wundern, wenn das nicht okay wäre. Die vier werde ich auf jeden Fall behalten. Moment, leg die mal nicht nach oben, weil sonst knallt hier gleich alles zusammen. Ich habe hier jetzt ganz viele Kylies. Das muss ich mal kurz sortieren. Moment. Drei Dinger voller Kylie-Lippenstifte. Man könnte sagen, ich habe die vielleicht eventuell ein bisschen gesammelt. Okay, wir fangen mal bei den Matten an. Da wird es eigentlich relativ einfach rauszufinden, welche alt sind und welche nicht, weil man erkennt es eigentlich direkt auch an der Verpackung. Ich habe hier einmal Bite Me. Das ist ein roter. Scheint noch ganz normal zu sein. Ist relativ alt, aber ist okay. Der ist auch nicht ganz so schlimm, glaube ich. Oh doch, der ist eingetrocknet. Oh, das ist voll die schöne Farbe. Ich wollte es mir einreden. Kristen ist das. Die mag ich eigentlich sehr gerne, aber gut. Das war einer der ersten, den ich jemals gekauft habe. Das ist Dolce K. Ich habe hier auch noch den originalen Coco K. Und irgendwo habe ich hier auch noch den Candy K. Da sieht man sogar, wie krass das Label schon ab ist bei mir. Die drei muss ich nicht mehr aufmachen. Die müssen weg. Das waren die ersten, die ich je gekauft habe. Ich glaube, dass True Brown K auch viel zu alt ist. Gott, der ist schon so eingetrocknet. Peinlich. Exposed könnte auch schwierig werden. Ich glaube, dass der Blaue seine besten Tage auch schon hinter sich hat. Der Schwarze eventuell auch. Mhm. I'm sad. Leo, komm, du hast überlebt. Du warst eine Weihnachtskollektion. Der sieht noch gut aus. Den kann man behalten. Das hier ist auch nicht so alt. Das ist von einer Birthday-Kollektion. Da hat sich die Farbe ein bisschen komisch abgesetzt. Ich glaube, 22 wird es auch schwer haben. Ah, der sieht noch gut aus. Der sieht noch super aus. I don't know about you, but I'm feeling 22. Dann habe ich hier Wish You Were Here. Geht noch. Call Me ist aus der gleichen Kollektion. Auch kein Problem. Court K. Okay, dann haben wir Angel. Oh, der ist richtig schön. Okay, der gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Clove. Das Witzige ist, ich habe die halt auch wirklich schon ewig nicht mehr benutzt. Oh Gott. Ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt, weil die halt matte Liquid Lipsticks sind. Und ich benutze einfach keine matten Liquid Lipsticks mehr. Ich glaube, der muss weg. Irgendwie war der nicht so geil. Wow, ich habe jetzt noch 5 von den Matten übrig. Das war deprimierend. Ich sortiere jetzt erstmal aus, was überhaupt noch möglich ist zu benutzen. Hier habe ich Velvets. Das sind eigentlich meine Lieblinge. Charm habe ich sehr, sehr gern benutzt. Ich glaube, dass der weg muss. Der geht. Red Velvet, der geht. Das spüre ich. Der ist in Ordnung. Dann haben wir hier Strawberry Cream oder so. Oh ja, der ist noch gut. Man sieht es auf jeden Fall, den Unterschied. Laura kommt rein und bewegt direkt die Kamera. Sorry. Okay, dann habe ich hier Goals.
Der ist auch schön noch. Und Boy Bye. Du siehst auch noch gut aus. Ajo. Hier habe ich noch 4 Lipgloss und ich weiß jetzt schon, dass ich die 3 aussortieren werde. Nicht, weil die zu alt sind. Die sind, glaube ich, gar nicht so alt. Sondern weil ich sie nicht benutze. Riecht normal. Oh, warte mal. Das ist ja was anderes. Das ist ein metallischer. Upsi. Dazu kommen wir gleich. Hier ist noch ein Gloss. Die 2 packe ich mal da rein. Den hier würde ich behalten. Das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Lipgloss. Ich mag den von der Farbe her allein schon sehr gerne. Und dann habe ich jetzt noch 5 von diesen Metal Mattes. Und die sind auch... Ich glaube, dass ich die alle rausschmeißen muss. Ich glaube, die sind... Oh, da ist es auch schon pink oben. Sehr verfärbt. Die sind sehr alt. Ich glaube, bis auf 1 oder 2 sind die ultra, ultra alt. Es kann sein, dass einer von denen hier nicht ganz so alt ist. Aber wenn dann der hier... Ich glaube, der war in irgendeiner Kollektion drin. Rain heißt der. Das sieht aber alles nicht mehr so geil aus. Ah, ich habe noch 2 gefunden. Matte Lipstick aus dieser süßen Kollektion. Sieht in Ordnung aus. Diesen Mini Velvet Lipstick, ich glaube, der muss raus hier. Ah, nee, das sieht eigentlich echt gut aus noch. Riecht auch normal, benutze ich aber nie, weil der so klein ist. Also packe ich den da rein. Wir sind noch nicht durch, hier sind noch Lippenstifte drunter. Normale Lippenstifte, die müssen wir uns auch noch angucken. Okay, wir haben jetzt hier noch 6 Stück. Vielleicht kann ich da noch irgendwie einen rausnehmen. Eigentlich gefällt der mir richtig, richtig gut. Den benutze ich eigentlich nie. Okay, ich würde die 5 hier behalten. Von den Matten haben wir jetzt noch 7. Wisst ihr was? Dann gebe ich den hier weg. 7 gefällt mir nicht. Das hier kommt noch weg. Dann haben wir 5 von den Velvets. Das ist in Ordnung. Und 4 Lipglosser. Geschafft. Oh mein Gott, es ist so leer. Bisschen weinen muss ich schon. Tempos liegen da. Ja, ich werde jetzt die nächsten 2 Stunden damit beschäftigt sein, mir diesen Scheiß hier wieder von der Hand zu rubbeln. Das wird nicht so einfach sein. Das jetzt ist das fertige Endergebnis von meiner Aussortier-Dings von den Lippenstiften. Die Verlosungskiste und die Freundeskiste, die sehen jetzt gerade so aus. Und mein Mülleimer überfüllt bald komplett. Bin ich mal gespannt, ob der noch reicht für den Rest, den wir noch machen müssen, weil es fehlt ja noch ein bisschen was, ne? Aber ich würde sagen, das reicht fürs heutige Video. Das war genug. Das heißt, die Lidschatten kommen dann nächstes Mal dran. Ich glaube, da sind ganz viele von euch sehr gespannt drauf. Ich auch. Ich bin sehr gespannt, was ich da tatsächlich aussortieren werde, weil da kann ich auch ganz, ganz viel in die Verlosungsbox geben, weil Lidschatten gehen jetzt nicht so schnell kaputt. Vergesst nicht, bei der Verlosung mitzumachen, wenn ihr wollt und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mal gucken, wann das sein wird. Hoffentlich bald, wenn ich das schaffe. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!